Hallo zusammen, heute wird euch das Land Monaco vorgestellt. Wir werden euch die wichtigsten Fakten über Monaco in einem kurzen Erklärvideo präsentieren. Viel Spaß beim Video. Monaco ist eines der kleinsten Länder mit einer sehr hohen Bevölkerungsrate. Es liegt im Südosten Frankreichs, an der Küste des Mittelmeers. Es hat nur ein Nachbarsland, nämlich Frankreich. Es war sogar mal ein Teil Frankreichs, doch im Jahre 1793 entschieden sich die Staatsoberhäupter Monaco als ein eigenes Land zu taufen. Seitdem herrscht in Monaco eine Demokratie, so wie wir es in der Schweiz auch kennen. Der Präsident Monacos heißt Fürst Albert II. Nun zur Fläche. Monaco hat eine Fläche von 2084 Quadratkilometer. Das ist sehr klein und auf so einer kleinen Fläche leben 40.000 Einwohner. Das heißt, pro Quadratkilometer leben 18.282 Einwohner. Dies ist die höchste Bevölkerungsdichte aller Länder. Im Vergleich zur Schweiz ist das sehr viel, denn die Schweiz hat eine Bevölkerungsdichte von nur 192 pro Quadratkilometer. Das hat jedoch einen guten Grund, denn die Schweiz enthält viel unbevölkerte Gebiete, auch wie unbewohnbare. Deshalb hat es auch viel weniger Einwohner wie in Monaco. In Monaco nennt man die Einwohner Monegassen, doch über die Hälfte der Einwohner sind gar keine Monegassen, sondern aus aller Welt finanzkräftige Leute. Dies hat einen guten Grund, denn in Monaco muss man keine Steuer zahlen. Für die Reichen natürlich eine Win-Win-Situation. Keine Steuern, guter Ausblick auf das Meer und es ist immer viel los. Jedoch gibt es eben auch ein paar Nachteile, denn sehr viel ist von einer langen Rennstrecke besetzt. Die Rennstrecke Monacos ist mehr oder weniger ihr Markenzeichen. Jedes Jahr reisen regelmäßig tausende Menschen nach Monaco, um diesen Renntagen der berühmten Formel 1 anwesend zu sein. An diesen Tagen ist noch viel mehr los, als es sonst schon ist. Die Strecke misst 3337 Meter. Sie ist zwar eine eher kleinere Strecke, andererseits im Vergleich zu Monaco recht groß. Sie wurde 1950 gebaut und ist, wie vorher schon erwähnt, ein Markenzeichen Monacos. Die Klima in Monaco ist relativ normal im Vergleich zu der Schweiz. Jedoch wird es dort im Winter fast nie unter 4 Grad. Das bedeutet auch kein Schnee. Die Landessprache ist logischerweise Französisch und die Währung ist Euro. Viel zu sehen gibt es in Monaco auch nicht, außer viele Casinos, teure Geschäfte, hochwertige Villen und alles, was für Reiche halt noch so gibt. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und ihr wisst jetzt grob ein bisschen über Monaco.